Die Crowdfunding-Kampagne ging also 12 Wochen. Wir haben also viele Konzerte gemacht. Wir haben uns sogar verkleidet und sind in die Läden rein, haben die Demos verteilt. Es war ganz lustig. Die haben alle gedacht, wir feiern eine große Hochzeit. Ja, das Projekt lief jetzt, ist eigentlich schon vorbei. Wir sind mit kleinen Summe überfinanziert, wie man so schön sagt. Es fließt jetzt, floss schon in die Produktion, fließt jetzt noch ins Mastern und dann ins Presswerk. Studio angeschaut und sofort für sehr gut befunden, einfach die Ausstattung, dann eben auch er als Produzent, der da sehr aktiv ist und einfach generell menschlich ein toller Typ ist, und so hat sich dann einfach die Zusammenarbeit ergeben und wir sind sehr glücklich über das Ergebnis. Wichtig ist für uns gewesen, wieso wir uns hier für dieses Studio entschieden haben, dass der Philipp Markulis als Gitarrist von Polarkreis 18 auch viel Erfahrung gehabt hat in der Produktion von Popmusik. Die CD soll erfolgreich heißen, Victorious, und wir denken, dass es ein ganz geeigneter Titel ist, weil das Crowdfunding war erfolgreich. Wir denken auch, mit der CD werden wir punkten und vielleicht auch das ein oder andere Treppchen nach oben steigen. Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht mit euch und wir freuen uns auf die Konzerte und sind schon ganz aufgeregt, unsere tolle CD präsentieren zu können. Tschüss! Oh, das ist schon albern, oder?